Hallöchen, hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Newcomer TV Magazin. Ich habe euch eine Menge Bands mitgebracht, und zwar von der ersten Newcomer TV Nacht im Jahre 2021 in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel, die ehemalige Musikhalle Portstraße am Fuße des Taunus. Es war ein wunderschöner Tag, wie ihr ja alle wisst, der letzte Freitag eines Monats, und die Sonne hat geschienen und das war ein Ambiente da in diesem Musikhalle Portstraße, ein Domizil, und vier fantastische Bands waren da und wir konnten uns gar nicht einkriegen vor Glück, weil ihr wisst ja, alles ist runtergefahren und Live-Musik ist so nicht mehr erlebbar, deswegen alles online gestreamt. Und ich möchte euch die erste Band vorstellen, die wir an diesem Tag aufgenommen haben. Sie ist wild und sie ist total engagiert und machen einen krassen Stil, einen Mix aus Alternative, aus Metal. Sie kommen aus Rüsselsheim und sind seit 2017 unterwegs und wurden natürlich ganz kalt erwischt im März 2020, weil eigentlich die Tour, die sie geplant haben, wurde abgesagt. Und ja, seitdem produzieren sie und sind im Proberaum bzw. in Online-Meetings, schneiden Videos, sind kreativ. Und heute hatten wir sie, bzw. auf der ersten Newcomer-TV-Nacht hatten wir sie live auf der Bühne. Papierflieger für euch. Ein Riesenapplaus für Papierflieger aus Rüsselsheim. Tage mit wie Niederlage, jahrelange Mahnnahmen und trocken wie Staub. Komm, lass uns abbauen. Immer Hunger, nie genug bekommen, am Ende doch nichts genommen. Tanzen zur Musik, wir spielen aus Leben. Es hätte es nie was anderes gegeben. Wie gewonnen, wir zerrollen, wir zu Glück verbiegen, soll bei dir nur wen wir nehmen. Und zu viel wollen von dem, was uns nichts angeht. Wenn unser Bad in der Zoll von morgen ist, dann wir feiern diesen Tag.
geht's in deinen Texten? Du schreibst die Texte alle selber oder hast du einen Ghostwriter? Nein, ich schreibe die alle selber. Natürlich kommt manchmal, wenn man im Studio dann ist, aus der Gruppe raus oder auch nochmal vom Produzenten, hier an der Stelle ist vielleicht das ein bisschen eleganter oder würde besser wirken. Da wird dann da natürlich nochmal ein Input geliefert, aber ich sag mal, 99% ist da mein Input. Ja, worum geht's da? So die Themen aus dem Leben raus. So was mich bewegt, was mich innerlich bewegt, was Wünsche sind, was Träume sind. Bisschen biografisch auch. Bisschen biografisch, wo man jeweils stand persönlich. Und ich bin eigentlich total dankbar, dass ich da mit jedem Mist, möchte ich sagen, ist natürlich kein Mist, der Text, den ich da immer anbringe, aber eigentlich alles anbringen kann. Und die Jungs auch sagen, da stehen wir total dahinter. Ich habe jetzt mit einer Theatergruppe öfters zusammengearbeitet, die leben als Kommune zusammen, also auf einem abgezäunten Terrain und können natürlich dann auch theatermäßig Körperkontakt und viel online streamen und so. Wäre dieses Kommunenleben so zurück zur 68, 69 auch etwas, was ihr euch als Band vorstellen könntet mit einem Proberaum unten im Keller? Die Bandvilla, klar, wenn wir sofort nehmen. Bandvilla, Bandbus, wenn wir dabei, ich glaube. Ja, ich glaube, das wird euch auch gut stehen. Also habe ich auch das Gefühl, wo ich euch jetzt kennengelernt habe und so, und wie ihr so zusammen funktioniert. Ich glaube, ihr könntet euch auch 24 Stunden miteinander vertragen. In der Tat. Also jetzt aus der Vergangenheit, wenn wir da auch mal so Weekender irgendwie gemacht haben und dann auch mal hoch bis Bremen gefahren sind oder bis Oldenburg. Man hängt schon dicht auf dicht zusammen und irgendwie verträgt sich das auch. Was ist bei uns anders?
alles anders als gedacht. Lernen, träumen, unser Übermut, wir Grenzen wegspringt. Ich hoffe, der Auftritt von den Papierfliegern hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wir kommen direkt, weil wir haben ja keine Zeit. Ja, das Jahr fängt so schnell an und wird auch so schnell zu Ende gehen. Wir kommen gleich zur zweiten Band, die wir an dem Abend auf der ersten Newcomer-TV-Nacht aufgezeichnet haben. Nämlich die Jungs von den Killer Apes. Und Killer Apes, das klingt so total krass, irgendwie Science-Fiction-mäßig. Ist es auch so ein bisschen so Action-Rock, Punk'n'Roll, Garage-Rock, Garage Punk, High Energy Rock, whatever, und das alles aus Mainz. Und die Jungs sind seit 2018 unterwegs, aber sind total fresh und lieben es, in die Figuren von Affen einzutauchen und so aus dieser Energie, die ihnen der Affe dann gibt, dieser Avatar, entsteht auch die Musik. Und seid gespannt, genau wie ich, jetzt auf den Ausschnitt ihres Konzertes, den sie gespielt haben auf der ersten Newcomer-TV-Nacht. Hier für euch ein Riesenapplaus für die Killer Apes. Mein Freund Chris Hammer hat heute Geburtstag. Happy Birthday, Chris. Live it loud. Behind my back, all things went so wrong. So I'm banging on the wall, hitting and kicking on below. I'm screaming for change right here, right now. Like a tiger in a cage, from left to right, filled with rage. No way out, nowhere to go. Like a tiger in a cage, from left to right, filled with rage. No way out, nowhere to go. Let's go. These suckers must come closer every day. If I can break free, someone's gotta pay. Right now I got this feeling inside of me that I'm the only one never feel free. So I'm banging on the wall, hitting and kicking on the door. Like a tiger in a cage, it's from left to right, keep with red, no way out, nowhere to go. Woo!
Frage. Also ihr seid mit aktueller EP heute, Go Ape hier. Wie lange hat es gedauert, diese EP aufzunehmen? Wie war die Inspiration? Wie viele Stücke dürfen wir erwarten auf dieser EP? Okay, nehmen wir es mal auseinander. Also gedauert hat es 2 Jahre, bis wir sie fertig hatten, weil wir zwischendrin diverse Stolpersteine hatten. Umbesetzung. Ja. Dann natürlich keine Aufnahmemöglichkeiten und so weiter und so fort. Kein Geld in der Kasse. Wow. Im ersten Lockdown ist dann quasi die Idee entstanden, okay, wir versuchen uns mal am Home Recording und haben dann quasi separiert voneinander jeder seine Spur eingezimmert. Wow, krass. Und so ist dann die EP entstanden. Das heißt, soziale Distanz hört man in der Musik. Ja, sagt ja der erste Song schon Doghouse aus. Ne? Die Blaupause für die Corona-Pandemie eigentlich. Sure. And we stay in the fight. I can't kill the sound.
Also ich, wenn ich jetzt effisch könnte, ja, also wenn ich jetzt effisch könnte, würde ich mit euch effisch reden, aber kann ich leider nicht. Ich war aber total begeistert, also nicht nur jetzt hier in unserem kleinen schnuckligen Studio im Taunus habe ich getanzt wie wild bei diesem Videoclip von den Killer Apes, sondern auch da auf der ersten Newcomer TV-Nacht konnten es meine Füße nicht aushalten, ja, weil der Beat ist mir in die Beine gestoßen. Ich hoffe, ihr, euch hat es gefallen. Die erste Sendung, sagen wir jetzt mal Newcomer TV-Sendung, das Newcomer TV-Magazin 2021. Und seid gespannt auf die nächste Folge, weil es gibt wieder zwei hervorragende Acts, die auf der ersten Newcomer TV-Nacht gespielt haben. Also, supportet, so gut es geht, die regionale Musikszene, hört einfach im Internet, treibt euch auf den Seiten rum und liked diese Bands, weil sie haben eure Energie, eure Liebe verdient. Und ihr wisst ja, in Corona-Zeiten bei der selbst auferlegten und unfreiwilligen Isolation, die man eingehen muss, um diesem Virus zu entgehen, ja, ist Einsamkeit vorprogrammiert. Und deswegen liebt euch, wo immer es geht, hört Musik und hört auf jeden Fall das Newcomer TV Magazin. Übrigens, diese wunderbare Kameraarbeit, also dieses leichte Wiegen, was mich schon fast hypnotisiert, das macht der wunderbare Jochen von Newcomer TV. Ich bin der Seppel von Virus Musik Radio und Newcomer TV und wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, wir sehen uns bald wieder. Ciao, arrivederci.